Als Jeside hat sich der Künstler Kasim al-Shakri 2011 auf den Weg vom Irak nach Deutschland begeben. In Deutschland hat er die Kunst als sein Sprachrohr genutzt, als Dokument des Verbrechens, aber auch seines Willens zum Leben. Mit seinen Werken, mit ihrer Andersartigkeit und seinem ganz persönlichen Bezug zu ihnen möchte Kasim Licht, Zukunft, Vergangenheit, Entwicklung und noch viel mehr transportieren. Mein Kollege Thomas Gostinski traf ihn, um mehr über diesen Künstler zu erfahren und Ihnen einen kleinen Einblick in die Welt von Kasim al-Shakri zu geben. Kasim al-Shakri, ein Künstler aus Goslar. Heute trafen wir uns in Braunschweig bei bestem Wetter. Und was bietet sich da nicht an, als ein Gespräch in freier Natur zu führen? Kasim al-Sharkis Bilder orientieren sich am Surrealismus in Öl und Acryl. Die Sonne spielt eine große Rolle, weil sie das Leben und die Geschichte widerspiegelt, wie der Maler in seinem Exposé schreibt. Da der Künstler aus seinem Glauben heraus großen Respekt vor der Natur und den vier Elementen Luft, Feuer, Wasser und Erde hat, versucht er, diese in seinen Kunstwerken miteinander zu verbinden. Seine Werke, ein Dialog, als Brücke zwischen dem, was war und was sein kann. Im Studiogespräch heute in mindestens zwei Elementen, Luft und Erde, unter feuriger Sonne und genügend Wasser am Start. Künstler Kasim al-Shakri. Los geht's mit unserer Rubrik Kurz und Knackig. Welcher Slogan oder welches Sprichwort finden Sie toll? Sonne, Leben, Zukunft, Respekt. Worüber können Sie lachen? Über mich selber, wenn ich Schwierigkeiten habe, wenn ich sehr, sehr glücklich bin. Was darf in Ihrem Leben überhaupt nicht fehlen? Dass ich nie Kunst aufhöre, dass ich nur ich bleibe. Menschen zu helfen, retten. Salvador Dali, traurige Musik. Heimatsmusik. Wo fühlen Sie sich am wohlsten? Dass ich einfach meine Freiheit habe, dass ich mit meiner Familie was unternehme und voreinander Zeit habe. Und meine Lieblingsfarbe ist blau. Was würden Sie denn gerne können? Ja, Schauspieler. Ja. Schauspielerei. Lieblingsessen? Reis und Fleisch, Hähnchen. Alles, was meine Frau macht und das Brot von meiner Mutter. Sehr lecker. Ein Lieblingsgetränk? Leider Cola. Lieblingsplatz oder Orte? Wo grün ist, wo Natur gibt, wo ich einfach atmen kann. Was mögen Sie im Allgemeinen überhaupt nicht? Ungerechtigkeit halt. Ne? Gibt es so Lieblingsformate? Die meisten meiner Bilder sind 60, 80. Wovon haben Sie letzte Nacht geträumt? Dass ich ein großer Künstler bin. Die Frage, wie weit bist du mit deiner Kunst? Was hast du noch vor? Wie weit das geht? Kannst du davon leben? Kasim, die Sonne scheint, es ist hell. Und wir sitzen heute hier im Prinzenpark. Und das Erste, was mich natürlich so ein bisschen interessiert, wer ist denn Kasim al-Shakri? Kasim al-Shakri ist ein Künstler, der viel weiter denkt, der sich viel mit Kunst beschäftigt hat und immer noch. Der ist eine stille Person, der ist eine kreative Person, der ist eine sehr aktive Person, der nie aufgibt, seine Ziele zu erreichen. Kasim al-Shakri hat sich so kennengelernt und er gibt nie auf. So kenne ich Kasim. Wir verstehen uns sehr gut. Erzählen Sie doch mal bitte, wo Sie geboren sind, vielleicht auch wann Sie geboren sind und wo kommen Sie eigentlich her? Mein voller Name heißt Kasim Suleiman Koro, aber Künstlername Kasim al-Shakri. Woher diese Shakri gekommen ist, meine Großeltern wurden vor 70 Jahren aus der Türkei nach Syrien geflüchtet und von Syrien wieder nach Irak geflüchtet. Und das war für irakische Volk, woher wir kamen, Ost. Und wenn ich al-Shakri übersetze, von Bedeutungen her, das heißt Ost. Also wir kommen aus Osten und ich habe als Nachname oder als Künstlername al-Shakri mir erfunden, kann ich sagen. Ich bin 10.3.90 in einem kleinen Dorf, heißt Hanasore, geboren. Das ist im Nordirak. Es gehört zu Shingal. Shingal ist leider, letzte Jahren wurde sehr bekannt geworden.
in Media oder in Social Media, dass es ein Kriegsgebiet ist. Es ist eine Stadt, wo die Jesiden oder jesidische Religionsgemeinschaft leben. Kanasora, also mein Dorf gehört zu Shingal. Es ist ca. 5-7 Kilometer in der Grenze von Syrien. Und Shingal ist halt auch ein Teil von Mosul. Es gehört zu Mosul, eine zweite große Stadt im Irak. Daher bin ich gekommen, also aus dem Irak, da bin ich geboren. Also die Jesiden, das heißt, es gibt eine Glaubensrichtung oder ist es gemischt? Die Jesiden sind eine Religionsgemeinschaft, die nur an bestimmte Sachen glauben. Die alle vier Elementen für uns sind alle heiligste Symbolen in unserer Religionsgemeinschaft und Sonne davon, also Licht. Sonne ist unser Hauptsymbol. Prophet haben wir nicht. Wir haben nur einen heiligen Ort, heißt Lalish. Lalish ist im Nordirak auch in kurdischem Gebiet. Wir sind eine reine, natürliche Religion. Durch Massaker sind wir immer geflüchtet und haben immer wieder so kleine Teile von einer anderen Kultur kennengelernt. Beispiel, wenn ein Iraker oder eine Jeside aus dem Irak kam, merkt man, dass der aus Irak gekommen ist, von Kleidung her, von Form her. Leider haben wir viel von unserer Kultur geändert in den letzten Jahren durch Krieg, kann ich sagen. Oder durch Krieg gegen diese religiöse Gemeinschaft im Nahen Osten. Der Künstler Kasim Al-Sharqi, umschreiben Sie mal bitte Ihre Kunst. Ich glaube auch, dass meine Kunstrichtung oder diese farbliche Kunstwerke oder die Richtung, die ich mit Kunst beschäftige, das kommt meistens von Natur. Ich verbinde immer wieder meine schwierigen Situationen mit Natur, dass es immer eine Hoffnung gibt, dass es immer eine Tour gibt, wo ich da rausgehen kann. Ich male auf eine andere Art und Weise, was die anderen Künstler machen. Und das macht mir mehr Spaß, weil sowas gibt es nicht. Fast niemand meine Bilder verstehen. Muss ich unbedingt klären, was das heißt oder was das ist. Es hat immer mit Natur, mit Grün, mit Wasser, mit Erde und andere Welten zu tun. Ne? So beschreibe ich meine Kunstwerke. Waren Sie in Ihrem Heimatland schon künstlerisch aktiver oder aktiv? Also von 4. Klasse bis Hauptschulabschluss habe ich immer wieder das zwischendurch gemalt, gezeichnet, gezeigt. Ich habe letztens 2007 und 2008 zwei Ausstellungen in so einem kleinen Dorf gehabt. Erste Ausstellung war unter Titel Hoffnung. Und gleiche Hoffnung-Ausstellung habe ich auch erste Ausstellung in Deutschland gemacht. Das war 2013. Kunst, ich weiß nicht, woher das gekommen ist, aber es ist in mir drin. Wir können ohne einander nicht leben. Was ist denn Ihr größter Wunsch oder Traum? Mein großer Wunsch ist, egal was für eine Situation ich immer wieder treffe, gebe ich nicht auf. Ne? Kunst, also das ist Hauptwunsch, aber nach privater Wunsch kann ich sagen. Beispiel Familie ist immer der große Wunsch, gesund zusammen, glücklich zu leben. Und ich bin sehr, sehr zufrieden, was ich mache. Also ich habe meine Wünsche erreicht auf eine andere Art und Weise. Das heißt, ich habe immer geträumt, eine Ausstellung Beispiel in Deutschland haben. Ich habe mehrere Ausstellungen, sogar als ich klein Kind war. Aber das heißt nicht, dass ich meinen Wunsch erreicht habe. Die Wünsche werden immer größer und größer und größer. Und deswegen, ich habe unendliche Wünsche, die auf mich warten. Und dafür kämpfe ich sogar heute. Was ist denn Ihr nächstes aktuelles Projekt, an dem Sie so arbeiten? Nächste Projekte, das kommen immer wieder plötzlich. Auf heute und morgen melden Sie sich Menschen bei mir, die sich mit Kunst beschäftigen oder mit Ausstellungen, weil mein Thema ist aktuell sehr bekannt. Bestimmte Projekte habe ich noch nicht dieses Jahr, aber wie ich gesagt habe, es kommen immer wieder.
plötzlich. Wie eingangs erwähnt, ist es nicht immer ganz einfach, unser ausführliches Gespräch auf 12 Minuten zu kürzen. Viele Themen kommen an diesem Nachmittag zur Sprache. Nicht nur Positives, auch Nachdenkliches. So kennt Kasim Al-Sharkis Kunst nicht nur Kunstliebhaber. Wie folgende Geschichte aus einer seiner Ausstellungen zeigt. Ich habe eine Ausstellung im Kreismuseum Peine gehabt, 2016. Das war alle große Ausstellung, die ich hatte. Ich war sehr froh, dass ich da eine Möglichkeit gehabt habe im Kreismuseum Peine. Da wurde ein Bild von mir zerstört mit Teppichmesser. Ich weiß immer noch nicht, wer das gemacht hat. Das ist echt schade, dass sogar hier in Deutschland sowas passiert. Die Museumleiterin, damals Frau Ulrike Evres, hat sich bei mir gemeldet und meinte, ein Bild von dir wurde zerstört mit einem Teppichmesser und die haben genau diese Teile mitgenommen. Dann, ich habe mir gedacht, vorgestellt, wer soll das sein? Wie soll das in Deutschland passieren? Wo ich gekommen bin und welche Lage bin ich gerade? Auf dieser Flagge war die Zeichen von ISIS-Kämpfer. Irgendwie jemand reingegangen und genau dieses Zeichen ausgeschnitten hat und mitgenommen. Ich habe keine Angst, was ich mache. Ich weiß, was ich mache. Ich weiß durch meine Kunst, was ich erreichen kann und was ich erreichen muss. Diese Pinsel, diese Farben, die sind wirklich eine friedliche Waffe, die ich Menschen zeige, was wir ändern müssen. Also ändern von uns als Menschen und ändern von dieser Welt. Kann sein, dass niemand das versteht, weil das auf eine Art und Weise Surrealismus, das ist einfach nur Verbindungen von hin und her. Aber wenn ich das persönlich kläre, dann kommen die Menschen langsam darauf und die verstehen, was ich damit meine. Das war ein Studiogespräch heute an einem ungewöhnlichen Ort. Wir haben uns ins Auto gesetzt, Kasim Al-Sharkis abgeholt von der Handwerkskammer. Und der Tag ist ja gut verlaufen mit vielen Antworten, vielen Fragen und alles Gute für Sie. Für die Zukunft, für Ihr Leben, privat, beruflich und danke für das Gespräch. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei euch und besonders bei Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben, dass wir erstmal auf Deutsch ein Interview in Deutschland gemacht haben.